Der neue SUV von Ford hört auf den Namen Ford Edge. Der Edge ist 4,80 Meter lang, wiegt knapp unter 2 Tonnen und darf Anhänger bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 2 Tonnen ziehen. Ford bietet für den Edge zwei Antriebsalternativen an, beides Diesel. Die beiden 2 Liter TDCi-Maschinen bieten entweder 180 oder 210 PS. Das entspricht einem Drehmoment von 400 bzw. sogar 450 Newtonmeter schon bei 2000 Umdrehungen. Die 180 PS Version bietet Allradantrieb über ein manuelles Sechsganggetriebe. Die 210 PS Version bietet Allradantrieb über ein automatisiertes Doppelkupplungsgetriebe. Wie üblich bei Ford werden die Ausstattungen Trend, Titanium und Sport angeboten. Allradantrieb nennt sich bei Ford intelligentes AWD-System. Dieses bietet eine elektronisch kontrollierte variable Drehmomentverteilung, Torque-Vectoring-Control, und eine maximale Drehmomentverteilung zwischen den Achsen von 50%.